Guten Abend, meine Damen und Herren. Jetzt weiß ich nicht mehr wirklich, was ich sagen soll. Der Film ist wirklich ganz toll und bringt viele Sachen auf den Punkt. Ich werde versuchen, eigentlich nur ein paar Ergänzungen zu machen. Ich muss immer irgendwie ein Auge auf dem Rechner da hinten haben. Das ist das Buch, was entstanden ist. Und zwar erinnern Sie sich vielleicht noch etwas dunkel, dass es mit dem Bau der Arena eben darum ging, das kam im Film auch vor, dass Straßen im Umfeld der Arena einen neuen Namen bekommen sollte. Da tauchte dann eben auch der Name Fritz-Zeppan-Weg auf und es stellte sich die Frage, ob Fritz-Zeppan möglicherweise in Arisierung, also die Enteignung jüdischen Vermögens, verwickelt war. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, dass es eine Leserbrief- und Pressegeschichte gab. Der Verein Schalke 04 hat sich dann dazu entschlossen, das Institut für Stadtgeschichte, für das ich arbeite, zu beauftragen, eine Untersuchung zu machen über Schalke 04 im Nationalsozialismus. Es sei einfach auch mal die Rahmenbedingungen genannt, also die Kosten dieser Untersuchung, die uns in viele Archive auch weit außerhalb Gelsenkirchens geführt hat, hat der Verein sich mit der Stadt geteilt und der Vertrag, der dazu gemacht wurde, sah vor, dass da eine Untersuchung gemacht wurde, dass diese Untersuchung dem Verein vorgelegt wurde und dass sie 3 Monate später veröffentlicht werden musste, also der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden musste. Das alles zu einem Zeitpunkt, als man nicht wusste, was dabei herauskommen würde. Sie haben eben gesehen, dass insbesondere bei dem Fall Zeppan ja was dabei herausgekommen ist, aber es hätte ja auch durchaus mehr dabei herauskommen können, weil es ja immer wieder diese Vorurteile gab, dass die Erfolge des FC Schalke 04 in der Zeit des Dritten Reiches damit zusammenhängen, dass Schalke irgendwelche Vorteile gehabt habe. Das haben wir dann untersucht. Ich will Ihnen einige Beispiele zeigen, wie wir das untersucht haben. Ich muss natürlich bei einem Verein vorne anfangen, weil die Gründer dieses Vereins ja auch die Grundlagen gelegt haben, mit dem der Verein in den Nationalsozialismus ging, weil das oft auch dieselben Menschen waren. Dazu kommt, dass so ein Verein natürlich durch die Menschen, die da drin aktiv sind, die spielen, die Funktionäre sind, die Anhänger sind, die Mitglieder sind, geprägt wird. Das heißt, unser Zugang, und anders war es gar nicht möglich, war ein Ansatz über die Biografien der daran beteiligten Menschen. Und also auch in meinem Beruf ist es immer wieder erstaunlich, was man über einzelne Menschen, auch über weit zurückliegende Zeiten, dann doch noch rauskriegen kann. Sie wissen, das ist ja nichts Neues, dass diese Stadt Gelsenkirchen durch die Industrialisierung entstanden ist. Natürlich gibt es sowas wie Schloss Horst und solche vorindustriellen Zeiten. Ich fange aber gerne Stadtgeschichten an. Noch Mitte des 19. Jahrhunderts trabten die letzten Wildpferde durch die sumpfigen Emscherniederungen. Und dann kam die Kohle. Dann kamen wie links oben solche Leute wie Mulvani, so sprechen wir ihn jedenfalls hier aus, die das Know-how mitbrachten, die das Kapital mitbrachten oder die verwegenen Jungs. Rechts ist der Meisterabtäufer William Colson. Also Kapital und Know-how kamen von außen und ziemlich schnell, ne, Scheibenkleister. So weit weg, das Kabel ist zu kurz. Ziemlich schnell feuchten weitere Zechen und Sie wissen auch, dass die Eisen- und Stahlindustrie feuchte. Sie wissen auch, dass wir in dieser Stadt eine komische Grenze haben, die mit Enfer und Kanal beschrieben wird. Die Eisen- und Stahlindustrie ist nicht über die Emscher gesprungen, den Kanal gibt es erst seit kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Im Norden dieser Stadt gibt es aber eben den Staatsbergbau mit sehr, sehr großen Zechen. Also das muss man sich heute mal alles vorstellen, dass da kurz vor dem Ersten Weltkrieg innerhalb von 2 Jahren 15.000 neue Arbeitsplätze entstanden sind und dann ja auch noch ein paar Frauen und ein paar Kinder hinterhergezogen sind. Sie haben ja ein Bild von dieser Stadt. Die Leute, die hier den Bergbau machten, kamen
zunehmend aus den preußischen Ostprovinzen, weil die Gegend hier rum ziemlich bald leer war. Das sind die sogenannten Ruhrpolen, die Schimanskis. Wir glauben ja, jeder, der mit SKI am Namensende sich schreibt, wäre zumindest der Nachkomme eines Ruhrpolen. Das ist nicht ganz so einfach. Die Menschen, die aus den preußischen Ostprovinzen kamen, und da verhindert nun auch irgendwie die deutsche Geschichte so ein bisschen, dass wir ganz klar sprechen können, waren Deutschstämmige, also Menschen, die in den Osten vor Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten gewandert waren und den Osten, wie man sagte, kolonisiert haben. Es waren aber auch polnischstämmige Menschen, die da lebten. Also sie erinnern sich grob an ihren Schulunterricht, die erste, zweite, dritte polnische Teilung. Einen polnischen Staat gibt es dann erst wieder nach dem Ersten Weltkrieg. Und es waren diese komische Gruppe der Masuren. Das geht noch 1000 Jahre zurück, sozusagen in die Vorgänger des Staates Preußen. Das waren aber eine spezielle Bevölkerungsgruppe, die sich als preußisch verstand. Während die Polen katholisch und zunehmend polnisch nationaltreu waren, waren diese evangelischen Masuren eben protestantisch und preußisch königstreu. Das heißt, wir haben hier eine ganz komische Arbeiterschaft und das war durchaus, Sie werden das sehen, auch für Schalke gar nicht so unwichtig. Man heiratete darunter nicht. Also den Begriff der Mischehe verwenden wir eigentlich heute altersmäßig eher dafür, ob jemand mit christlicher Konfession und jemand mit jüdischer Konfession verheiratet sind. Der Begriff Mischehen ist aber bis in die Weimarer Republik mindestens eine Frage der Heirat zwischen den christlichen Konfessionen. Und die Älteren unter Ihnen erinnern sich wahrscheinlich auch noch an die Konfessionsschulen, die entweder auf dem Schulhof einen Strich hatten oder eine Mauer. Und wenn man da drüber trat, gab es eine gelangt. Also das ist, was da in Gelsenkirchen entstanden ist, eine mehrfach gespaltene Arbeiterschaft zwischen Katholen, Evangelen, Einheimischen, also Sie kennen die burschen Polbürger, und dann zugewanderten Leuten in der Zechensiedlung, Leute unterschiedlichen Berufs und eine kleine Führungsschicht von preußischen Beamten oder Steigern. Jetzt müssen Sie das nicht alles lesen, Sie müssen eigentlich nur nach den Stellen gucken. Die Stadt Gelsenkirchen und ihre heutigen Stadtteile, damals alles noch selbstständige Gemeinden, ich rede jetzt nicht darüber, dass 28 dann die beiden Seiten des Kanals verbunden wurden, haben einen rapiden Bevölkerungszuwachs und die Menschen, die hier wohnen, sind eigentlich komische Gelsenkirchner. Also wenn Sie die Stadt für 1907 sehen, dann sind ungefähr nur ein Drittel geborene Gelsenkirchner, ein gutes Drittel. Das heißt, Fremdsein war eigentlich was Normales. Und wenn Sie sich das angucken, diese Menschen kamen aus ja, eher ländlichen Gegenden, die mussten sich an diese Industriegesellschaft erst gewöhnen. Und es war ein herrliches Durcheinander in dieser Stadt. Also das, was man Wildweststadt nennt oder Boomtown oder man sagte eben Preußens Wilder Westen. In diesem Wilden Westen gründeten sich um die Zeit um 1900, noch ein bisschen davor, die ersten Fußballvereine. Der erste ordentlich nachgewiesene in unserer Region ist ein Fußballverein in Witten. Der wird, wie das für den deutschen Fußball insgesamt typisch ist, wird der von Bürgerlichen gegründet. Also das ist kein Arbeiterverein, das ist auch zunächst kein Arbeitersport. Fußballvereine entstehen eher in Städten, die bürgerlicher sind. Also in Leipzig, in Fürth, in älter industrialisierten Städten, in Hamburg, in Berlin. Ja, bis heute könnte man ja darüber stänkern, dass der DFB immer sehr süddeutsch geprägt ist. Da sind immer wieder süddeutsche Funktionäre, natürlich auch eher konservative, vielleicht besteht da ja ein Zusammenhang. Diese Wittener von dem Realgymnasium, die nehmen bis in die 1920er Jahre niemanden auf, der nicht auf ein Gymnasium geht. Das wäre in Gelsenkirchen gar nicht möglich gewesen. In Gelsenkirchen in den 20er Jahren machten bei einer Stadt, die 350.000 Einwohner hat, pro Jahr 250 Leute überhaupt nur Abitur. Es gab einige wenige höhere Töchter und dann noch ein paar Mittelschichtkinder. Das
Ähnlich ist das nebenan bei Westfalia Herne. Die gründeten sich bezeichnenderweise auf Schloss Strünkede. In Schalke war alles anders. In Schalke gründete sich 1904 Westfalia Schalke, das muss ich Ihnen jetzt alles nicht erzählen, dass der Name FC Schalke 04 erst 1924 auftaucht. Vereinsakten gibt es erst seit dem Beginn der 30er Jahre, wo die anderen sind, wissen wir nicht. Wahrscheinlich war die Verwaltung auch nicht so ordentlich, wie wir das von Verwaltung eigentlich verlangen. Wenn Sie, das ist Schalke, also Geografen haben dafür endlich mal einen Begriff, den man verstehen kann. Das ist eine Gemengelage. Sie finden das zum Beispiel im Umfeld von dem heutigen Konsolpark immer noch so eine Mischung aus Industrieanlagen, Wohnbebauung und da geht auch mal ein Rohr durch die Siedlung. Und Sie sehen auch auf dem Bild diverse Leerflächen. Das ist natürlich auch was, wo man pölen kann. Es ist nicht ganz so richtig, dass man sagt, dass Fußball in unserer Region zu dieser Region in besonderer Weise passt. Also natürlich gibt es diese Leerräume zum Fußballspielen. Aber wenn man es professioneller machen will, braucht man ein Trikot. Dann braucht man, wie Sie das eben im Film gesehen haben bei Ernst Kuzorra, braucht man Fußballschuhe. Und im Zweifelsfall gibt es auch mal ein Auswärtsspiel. Das heißt, das ist was, was gar nicht so billig ist, wie wir denken. Wir denken ja oft, ne, also da macht man den Pullover rechts und den Pullover links oder irgendwas und dann hat man ein Tor, aber ganz so einfach ist es eben doch nicht. Insofern sind auch die Schalker Gründer, oder wir haben uns dann gefragt, was die Schalker Gründer sind, ja, eine spezielle Sorte Leute in dieser Region. Dazu die Überlegung, wer gründet denn eigentlich einen Verein? Es gründet doch der einen Verein, der bleiben will, der an ortsfest ist, der nicht ständig umzieht. Wir haben damals bei den Zechen eine Fluktuation von ungefähr 150%. Das heißt, 150% der Beschäftigten wechseln einmal im Jahr den Arbeitsplatz. Das sind normalerweise nicht sozusagen die qualifizierten Beschäftigten. Die haben einen festen Arbeitsplatz, werden besser beschäftigt, bezahlt. Das heißt, diese Fluktuierenden sind eigentlich die Arbeiter. Es gründen also eigentlich nicht die proletarischen Arbeiter, könnte man sie vielleicht nennen, einen Verein, sondern eher die kleinbürgerlichen, sesshafteren gründen einen Verein. Und wenn man sich das anguckt, das ist ausgesprochen schwierig, wer da die frühen Vereinsgründer sind. Wir nennen die Gründergeneration, wo wir Namen haben. Also bis weit in die 20er Jahre ist die Presseberichterstattung so, nicht Ernst Kuzorra schoss ein Tor, sondern der Linksaußen schoss ein Tor. Und jetzt kriegen Sie mal raus, wer der Linksaußen war. Also es ist manchmal gar nicht so einfach. Wir haben für die Zeit von 1904 bis 1918 die sogenannte Gründergeneration ausgemacht. Wir können sagen, dass 41% dieser Gründer stammten aus Gelsenkirchen. Das heißt, sie sind gerade nicht typische Zuwanderer. Das sind schon die Kinder von Zuwanderern. Das heißt, dass deren Eltern sind schon relativ sesshaft geworden. 6 stammen aus dem Umland, also meinetwegen Herne oder sowas. 6 stammen aus den preußischen Ostprovinzen, das sind also originäre Zuwanderer, die aber möglicherweise als mittelmäßig kleine Kinder in die Region gekommen sind. Aber 23 Väter kommen aus dem Umland, aus den Ostprovinzen und 10 aus Westdeutschland und 8 Väter aus dem Umland. Das heißt also, es sind nicht die Zuwanderer, sondern eine relativ stabile, ich würde jetzt sagen kleinbürgerlichere, Arbeiterschaft, die sich in dem Verein zusammenfindet. Nicht ganz unwichtig ist jetzt eben für die Herkunft, dass eine Mehrheit katholisch und eine starke Minderheit evangelisch ist. Es sind unter diesen Gründern, Sie werden das sehen, das ändert sich rapide und dann hat das mit diesem knappen Mythos ist es dann etwas schwieriger. Sie sehen, dass da noch relativ viele Bergleute drunter sind, aber 4 Steiger. Also auch da ist unsere heutige Vorstellung ein bisschen anders. Also heute ist ein Steiger pro 6, 7, 8 Beschäftigte. Damals ist aber ein Steiger für 100 Leute zuständig. Das heißt, das ist eine verhältnismäßig kleine betriebliche Elite.
Dazu Handwerker, Gelernte gab es in Gelsenkirchen insgesamt wenig. Zwei kaufmännische Angestellte, Selbstständige. Das heißt, es sind Zuwanderer zweiter Generation, die hier relativ stabil leben. Dieser Jugendverein versucht nun in dem Ligaverkehr des Westdeutschen Spielverbandes, der DFB ist damals in 7 Landesverbände unterteilt, Fuß zu fassen und bei den Spielen mitzumachen. Und was macht man? Man sucht sich einen respektablen Vorsitzenden, weil man ja irgendwie so als Jugendclub in der Westdeutschen Spielverband nicht anerkannt wird. Und natürlich ist das Heinrich Hilgert, der ist Wiegemeister auf der Zeche, also eine dicke Nummer eigentlich auf der Zeche. Und das einzige Bild, was wir haben, ist bezeichnenderweise in der Uniform als Reserveoffizier. Auch das sozusagen eine ganz spezifische Prägung. Das ist jetzt kein bürgerlicher Verein wie die von dem Wittener Gymnasium, aber das ist auch kein richtiger Arbeiterverein. Entsprechend, oder vielleicht betrifft es ja auch die ganze deutsche Gesellschaft, ruft man dann auch im Ersten Weltkrieg zur Teilnahme an diesem Weltkrieg auf, ist sehr national orientiert. Der Weltkrieg hat dann für den Fußball insgesamt eine ausgesprochen große Bedeutung, weil die deutsche Armee Fußball als Trainingsmaßnahme und Freizeitunterhaltung für die Soldaten benutzt. Das ist eigentlich im bürgerlichen Sinne ein recht undisziplinierter Sport, aber es ist Bewegung, es gibt Ausdauer, das heißt, das Militär benutzt das. Insofern ist der Erste Weltkrieg für den Fußball ausgesprochen wichtig, weil nun Millionen Männer mit dieser Sportart, mit der sie dann zu Hause nicht unbedingt in Verbindung kommen müssen, in Verbindung kommt. Hier entsteht das, was dann der Massenzuschauersport wird. Also viele interessieren sich dafür, viele machen es aktiv oder bis hin zu dem, was wir auch bis heute kennen, den Kneipenmannschaften. Ja, das ist der Essener. Ja? Also wir haben nicht immer also Gerd Melches und auch andere werden eingesetzt, auch vom Militär, um sozusagen Fußball beizubringen. Als Fußballtrainer, weil der Fußball im Militär verbreitet wird. Ich muss ja sozusagen manchmal flicken, ich habe jetzt kein Bild von einem Schalker im Ersten Weltkrieg. Sie kennen alle den Gedenkstein, der aber von 1934 ist in der alten Glückaufkampfbahn, wo Schalke dann auch um viele gefallene Mitglieder trauert. Also auch da sieht man, dass diese Generation, sind ja ganze Generationen in den Ersten Weltkrieg geschickt worden, da mit Fußball unter anderem in Verbindung gekommen sein müssten. Es sind ja auch vorher schon Fußballer bei Schalke mit dem Fußball in Großbritannien in Verbindung gekommen. Aber eben dieser Einsatz beim Militärsport wirkt eben dafür, dass Fußball weit verbreitet wird. Bis Schalke dann 1924 wirklich erster FC Schalke heißt, muss man sich einem Turnverein anschließen. Es gibt da so ein Hin und Her, wann man denn ein ordentlicher Verein ist, dass man sich einem traditionsreichen Sportverein oder Turnverein anschließen muss. Auch da können wir für diese Phase vor 1924 20 von 21 Spielern erfassen. Das sind keine Funktionäre. Bei den Spielern sind nun schon 3/4 aus Gelsenkirchen. Und eigentlich fast alle, bis auf 2, also das sind nur noch 10%, sind eigentlich in den Ostprovinzen geboren. Dazu haben wir jetzt eine protestantische Mehrheit. Wir haben also jetzt angenommenermaßen eher eine Mehrheit von Masuren in dem Verein. Das heißt, diese preußisch-protestantisch eher national denkenden. Jetzt kommt dazu, dass in der Weimarer Republik, was vielfach vergessen wird, Sport ja nach politischen Weltanschauungen geteilt ist. Sie kennen heute noch die DJK-Verbände, die eigentlich aus der katholischen Sportbewegung stammen. Es gab eine Arbeitersportbewegung und ja eine jetzt eher mit dem bürgerlichen Sport, mit dem konservativen verbundenen DFB, aber eben genauso jetzt auch eine wilde Sportbewegung. Es
entsteht langsam so etwas wie eine Freizeitgesellschaft ansatzweise. Der 8-Stunden-Tag wird ja eingeführt, wenn auch noch an 6 Tagen. Das heißt, es gibt auch mehr Zeit. Es entsteht so etwas wie eine Freizeitindustrie. Es geht gar nicht um Hochkultur wie Theater. Das Kino breitet sich aus. Fußball wird eben auch in diesem Zusammenhang zu so etwas wie Massenzuschauersport. Die anderen sehen das aber ganz anders. Ordentlich katholisch ist Fußball auch nicht. Ordentlich der Arbeiterbewegung entsprechend ist das auch nicht. Die Arbeiterbewegung muss sich stählen für den Kampf, für den Sozialismus und macht deswegen disziplinierte Turnübungen. Hier ist so eine Sportgruppe mit Mietze Hue. Wir haben in Gelsenkirchen eine Hue-Straße. Otto Hue ist einer der zentralen Bergbaugewerkschafter gewesen. Oder wenn die ein Sportfest machen, dann laufen die so diszipliniert rum wie eigentlich beim Militär. Das ist alles die Sache von Schalke nicht. Wir haben dann, wie man das im Film eben sah, die Aufsteigermannschaften und können eben auch wieder die Spieler uns angucken. Bis 1930, bis vor diese Verstoß oder vor diese Sperre von 30/31. Und Sie sehen, dass jetzt noch ein Drittel sind Bergleute. Es sind aber eben auch schon 9 Handwerker, also Gelernte. Es sind 4 Angestellte und ein Kaufmann. Und 25 von 31 sind in Gelsenkirchen geboren und 3 noch im Umland. Also, und es ist weiterhin deutlich protestantisch. Das heißt, man etabliert sich langsam. In dem Film ist eben gezeigt worden, dass Ernst Gutzorra den Führerschein bezahlt gekriegt hat von dem Metzger Sauer. Man etabliert sich. Und die Kaufleute zum Beispiel der Schalker Straße unterstützen den Verein. Nach einem Spiel kann man eben zum Beispiel, oder nach einem Training kann man beim Metzger Sauer vorbeigehen. Bei Mutter Thiemeier gibt es ein warmes Essen. Man ist inzwischen so weit, dass man eben auch die Glückaufkampfbahn schafft. Das ist keine kommunale Einrichtung, wie zum Beispiel hier das Jahnstadion, sondern da macht der Verein das selber. Und wie wir das vielleicht auch heute kennen, ist es so, dass man das natürlich finanzieren muss, was dann auch heißt, dass man ständig den Erfolg braucht. Also heute muss man in der Champions League sein, um Geld zu haben. Damals muss man zumindest ab und zu attraktive Spiele mit vielen Zuschauern haben. Das ist ein großes Risiko, was der Verein eingeht, wobei unsere Vorstellung ist falsch. Also das, wie wir heute die Glückaufkampfbahn kennen, es gibt keine Tribüne, es gibt keine Stehstufenanlage. Das erklärt dann eben auch, wie man bei dem eben auch genannten Spiel von 1931 70.000 Leute dahin kriegt. Die stehen sich dann eben auf den Füßen, aber das würde mit so einer Treppenanlage natürlich nicht gehen. Die Geschichte geht weiter. Der Aufstieg ist Anfang der 30er Jahre ja eigentlich unaufhaltsam. Es gab jetzt zum 100. Jahrestag der Gründung des DFB, in dem DFB Bildband gab es dieses Foto, das ist gar nicht von uns, wo die Mannschaft von Schalke 04 zu sehen ist mit dem zweiten Vorsitzenden Paul Eichengrün. Paul Eichengrün ist ein jüdischer Zahnarzt aus Gelsenkirchen, ein ganz angesehener Bürger. Der hat ungefähr da gewohnt, hinter dem Sparkassengebäude in Gelsenkirchen Innenstadt, gegenüber der heutigen Synagoge. Paul Eichengrün ist wahrscheinlich einer der Mitfinanziers, engagiert sich in dem Verein, ist außerordentlich fußballbegeistert. Und nun kommen 1933 im Januar die Nazis an die Macht. Es tobt gleichzeitig, was man hier vielleicht nicht im Einzelnen erklären muss, eine neue Auseinandersetzung um dieses Amateurprinzip. Es wird Schalke wieder vorgeworfen, gegen das Amateurprinzip verstoßen zu haben. Das ist aber für die ganze Entwicklung von Schalke nicht ganz unwichtig. Es ist einmal Schalkes Aufstieg verhindert worden in den 20er Jahren durch eine Umsortierung der Ligen. Dann ist diese Sperre von 30/31 und 33 geht es schon wieder los. Das heißt, es wird so in Schalke wahrgenommen, die Vereinsfunktionäre des Westdeutschen Spielverbandes, die eher den Lackschuhvereinen
nahestehen, wollen den unaufhaltsamen Aufstieg von Schalke 04 bremsen. Das heißt, wir sind die Underdogs und uns ärgert man. Das ist, da entsteht auch ein Stück weit von dem Mythos. Alle sind gegen uns und das Spiel dauert 94 Minuten. Ne, also das gehört wahrscheinlich zum Fußball ein Stück weit dazu, dass es solche Sachen gibt, über die man sich herrlich streiten kann. Paul Eichengrün tritt in einer Mitgliederversammlung im April 1933 von seinem Amt zurück, weil der Westdeutsche Spielverband, der Landesverband also, einer der ersten ist, der den sogenannten Arierparagraphen einführt. Das heißt, jüdische Menschen dürfen zunächst nicht Vereinsfunktionäre sein, später gar nicht in den Vereinen sein. Paul Eichengrün, der Zeitungsbericht ist da noch sehr, sehr offen. Paul Eichengrün tritt zurück mit den Worten "Alles für Schalke", gewissermaßen schweren Herzens, um den Verein mit sich nicht zu belasten. Und die Zeitungen berichten darüber, dass der Verein sehr, eigentlich sehr traurig darüber ist, dass er abtritt. Und Paul Eichengrün, um die Geschichte zu vervollständigen, Paul Eichengrün ist auch ein relativ national orientierter Mann, der lange nicht glauben kann, was ihm im Dritten Reich droht. Wir wissen das im Nachhinein, man weiß ja vielleicht auch in seiner jeweiligen Gegenwart nicht immer, was da kommt. Paul Eichengrün bleibt sehr, sehr lange in Gelsenkirchen. Nach den Ereignissen der sogenannten Reichskristallnacht im November 1938 schickt er die Kinder mit einem Kindertransport nach Großbritannien und schafft es noch ganz kurz vor dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg, wo dann eine Ausreise nicht mehr möglich war, selber auszureisen. Das ist eben, heute kennen wir per Fernsehen alle möglichen Flüchtlingsbewegungen, das ist in dem Ausmaß damals noch etwas Neues und etwas, was vielleicht auch nicht so bekannt ist. Da macht man vieles zum ersten Mal. Das ist einfach eine andere Situation. Paul Eichengrün und seine Frau kommen raus aus Deutschland und kommen letztlich nach Amerika. Die Eltern von Paul Eichengrün kommen nicht mehr aus Gelsenkirchen raus und werden in Theresienstadt ermordet. Paul Eichengrün hat eine Tochter, Laura, die vor einigen Jahren bei einem Besuchsprogramm der Stadt Gelsenkirchen in Gelsenkirchen war und vor gar nicht so langer Zeit war der Enkel da, es ist fast eine verrückte Geschichte, der in Amerika bei Evonik arbeitet, also eigentlich bei der Ruhrkohle, also eigentlich völlig verrückt, wie die Geschichte da manchmal so vor sich geht. Die Vereine werden, wie man das nennt, gleichgeschaltet. Die Vereine werden Teil des Reichsbundes für Leibesübungen. Im Prinzip bleiben sie nicht mehr Vereine, sondern werden so etwas wie Sektionen. Das wird im Nationalsozialismus nie wirklich klar, aber es sehen dann eben auch die Vereinsfarben oder Vereinsfahnen so aus. Sie sehen hier bei der Schalke-Fahne eben oben die Organisationseinheit des Reichsbundes für Leibesübungen. Später heißt der Nationalsozialistische Reichsbund für Leibesübungen. Und der Vereinsführer wird von oben bestimmt. Und das ist aber im Schalker-Fall verhältnismäßig erstaunlich, weil eigentlich im Normalfall bei den Fußballvereinen werden so junge, schneidige Nazis Vorsitzende. In Gelsenkirchen, in Schalke, wird das Papa Unkel, der eigentlich ein alter Mann ist und wie das im Film auch zu sehen war, nie der NSDAP beitritt. Also auch die Nazis waren dann da so clever, nicht was zu machen, was ja völlig gegen den Willen der Vereinsmitglieder ist. Geschäftsführer wird Heinrich Tschentscher, der ist nun der schneidige Nazi, der stirbt aber relativ früh, sodass Papa Unkel da relativ lange dabei ist. Über Herrn Pinek erzähle ich Ihnen gleich was. Was Paul Eichengrün betraf, betraf auch Spieler, von denen es nicht so viele gab, jüdische Spieler bei Schalke. Einer der Spieler war Arthur Herz. Arthur Herz hat einen schlimmen Weg durch die KZs überlebt. Arthur Herz hatte
immer noch seinen Schalke-Ausweis verwahrt und war eben auch vor einigen Jahren in Gelsenkirchen und hat da eben auch den damaligen Präsidenten Gerd Rehberg getroffen. Und daraus gibt es eben auch noch ein Bild eines jüdischen Fußballvereins, nachdem also die Juden aus den Sportvereinen ausgeschlossen waren, haben die ein eigenes Sportleben entwickelt, unter anderem eben auch Fußball gespielt. Dieser Paul Eichengrün, den ich vorhin erwähnt habe, war einer der großen Funktionäre des jüdischen Fußballsportes. Jetzt entwickelt sich in den 20er und 30er Jahren Sport zum Massenzuschauersport und es entsteht auch sowas zum ersten Mal, dass es sowas wie bebilderte Zeitungen in großem Ausmaße gibt. Vorher gibt es bestenfalls mal eine Zeitung oder also wenn Sie sich alte Zeitungen angucken, solche Bleiwüsten würde heute kein Mensch mehr lesen und es entsteht so etwas wie auch Sporthelden. Schalke gewinnt dann bekanntermaßen 1934 zum ersten Mal die Meisterschaft. Und da passiert dann etwas, was ja eine vermeintliche Nähe zu den Nationalsozialisten darstellt, was aber vielleicht anders interpretierbar ist. Und zwar gibt es eine polnische Zeitung, die schreibt Polen deutscher Fußballmeister. Nach dem Motto, die da in Schalke Fußball gespielt haben, sind alle polnischstämmig und also ist Polen deutscher Fußballmeister geworden. Das ärgert die Schalker dermaßen, dass sie einen offenen Brief an die Zeitungen loslassen, alle deutsche Jungs. Und im Prinzip weisen sie danach, dass ihre Spieler alle deutsche Jungs sind, nämlich ordentliche deutsche masurischer Herkunft. Im Prinzip könnte man sagen, da werden die Arier-Nachweise erbracht in der Zeitung. Das würde jetzt sehr gut zum Nationalsozialismus passen. Tut es ja auch. Allerdings müssen wir eben da im Hinterkopf haben, diese Unterschiede oder Konflikte zwischen den unterschiedlichen Zuwanderergruppen. Also ein ordentlicher Masure mochte keine Polen. Und dann als Pole beschimpft zu werden, das fand er ganz fürchterlich. Und also insofern ist das eine Aktion, ja, die auch durchaus so dem normalen Bewusstsein des Vereins entsprochen hat. Natürlich sehen dann, das war auch im Film zu sehen, die Meisterschaftsfotos so aus, in diesem Fall von 1939. Und wenn Sie sich angucken, jetzt die Meisterspieler, da gibt es Mannschaftsaufstellungen, also vielleicht eine jetzt Fußnote nebenbei oder eine Anmerkung nebenbei. Es ist schon erstaunlich, mit welcher personellen Kontinuität da gespielt wird. Seit Mitte der 20er Jahre bis Ende der 40er Jahre spielt man mit ganz, ganz wenigen immer gleichen Spielern, jedenfalls in den Endspielen, wo es eine Namensliste gibt. Zwischendurch ist Schalke, durch das, wie das eben dargestellt worden ist, ich weiß gar nicht, ob der Begriff Schalker Kreisel auftauchte, ist das Spiel so überlegen, dass sie mit der zweiten bis dritten Mannschaft trotzdem durch die Liga kommen und dass sie manchmal die Stars eben eher sonntags zu den sogenannten Brot- und Butter- oder Kartoffelspielen auflaufen lassen, wo alle mal Ernst Kuzorra gesehen haben wollen. Auch da sehen Sie jetzt wieder, dass nun die Spieler alle aus Westdeutschland stammen. Also das sind nun wirklich Kinder von Zuwanderern oder schon teilweise Kindeskinder von Zuwanderern. Hier verschwinden nun auch langsam die Bergleute. Also als die Knappen ja, Meister werden, sind sie eigentlich keine Knappen mehr. Das hängt aber eben auch damit zusammen, dass im Unterschied zu den Lackschuhvereinen, den bürgerlichen Vereinen, wenn man ja halbwegs ordentlich Fußball spielen will, muss man mal trainieren. Das kann man vielleicht doch dann irgendwie schlecht, wenn man eine 48-Stunden-Woche unter Tage hat. Also vielleicht ist man dann abends doch nicht mehr der Flinkeste. Und dazu kämen noch Auswärtsspiele. Also man braucht auch Zeit. Das heißt, im Prinzip muss der Verein sich darum kümmern, seine Spieler dadurch zu halten, dass er ihnen Jobs verschafft oder das ganze Umfeld ihnen Jobs verschafft, dass sie Fußball spielen können.
da geht es gar nicht um die 5 Mark, die jemand kriegt, sondern geht es darum, das zeige ich Ihnen auch gleich noch, dass man einen Beruf hat, der mit dem Sport vereinbar ist. Zunächst noch, wir sind ja eigentlich bei der Situation im Übergang zum Nationalsozialismus in das Dritte Reich. Viele der Mitglieder des FC Schalke 04 treten der NSDAP bei. Es gibt aber ganz wenige eigentlich, erstaunlicherweise ist da zum Beispiel Mutter Thiemeier bei, die relativ früh eintreten. Also früher Eintritt, wenn man eine Mitgliedsnummer unter 100.000 hatte, war man ein alter Kämpfer. Früher Eintritt, als die NSDAP keine etablierte Partei war, spräche ja für einen Überzeugungstäter. Später Eintritt und dann diese ganzen Eintritte bis zum Mai 1933 spricht ja eher für Opportunismus, Mitläufertum. Wobei ich muss auch, nachdem ich das nun jahrelang mache, sagen, dass mir immer noch ein gewisses Unverständnis bleibt, wie das mit diesen massenhaften Beitritten ist. Die NSDAP schließt im Mai 1933 ihre Mitgliederliste, weil eigentlich die alten Nationalsozialisten haben Angst, von Opportunisten überrannt zu werden. Die NSDAP hat ungefähr 700.000 Mitglieder im Januar 1933 und im Mai sind es 2,5 Millionen. Das ist eigentlich immer noch fürchterlich erstaunlich, weil eigentlich in der deutschen Gesellschaft sowas war, wie wir das manchmal, also ohne dass ich das immer alles vergleichen will, so Parteien sind so ein bisschen igittigit, ne? Also eigentlich Parteien, das tut man nicht und man ist auch nicht für so viel Pluralismus und so viel Interessengeleitetheit. Also es ist schon erstaunlich, wie schnell das geht. Also Sie müssen dabei denken, dass im März nochmal Wahlen sind, dass im Vorfeld vom Januar 1933 die Regierungen alle paar Monate gewechselt haben. Das ist eigentlich nicht so, dass man sich darauf verlassen kann, dass der Hitler da ganz lange im Amt ist. Also es ist schon ein Stück weit erstaunlich. Sie sehen dann Heinrich Tschentscher, der den Geschäftsführer macht, stirbt relativ früh. Da steht dann PG, Parteigenosse, darüber. Wenn man sich aber jetzt anguckt, wer ist denn in der NSDAP? In der NSDAP ist Heinz Bornemann, Ernst Kuzörra und Fritz Zeppan. Das sind nur 3. Für die Fußballspieler selber war es keineswegs notwendig, in die NSDAP einzutreten, nicht mal für Mitspieler der Fußballnationalmannschaft. Was aber so ein bisschen verschwiegen wird, ist, dass solche Leute wie Fritz Walter da natürlich auch drin waren, aber keineswegs alle Spieler der Nationalmannschaft. Warum sie der NSDAP beigetreten sind, dafür liegen keine Quellen vor, also bei den Spielern, bei den Vereinsfunktionären, natürlich immer auch aus der Zeit nach 1945, also nach der Befreiung vom Nationalsozialismus, liegen Aussagen vor, die man natürlich ein Stück weit als Schutzbehauptungen nehmen kann. Wir sind der NSDAP beigetreten, um Ruhe zu haben, um in Ruhe Fußball zu spielen zu können. Das hat sicherlich viel für sich. Die alte Arbeiterbewegung der 20er Jahre hat den bürgerlichen Sportlern immer vorgeworfen, nur Sportlertum hieß das. Sie sind nur Sportler, sie sind unpolitisch. Es ist sicherlich eben auch vielfach eine unpolitische Sache, dem Verein und sich selbst den Rücken frei zu halten. In der Endphase des Dritten Reiches kann man nur Fußball spielen, wenn man in der HJ ist, bei jüngeren Leuten. Das heißt, es gibt einen gewissen Zwang, es gibt aber auch einen gewissen Opportunismus, es gibt ein bisschen Orientierung daran, vor allem Fußball zu spielen zu wollen. Alle Mitglieder der NSDAP haben keine höheren Funktionen gehabt. Es lassen sich keine höheren Funktionen nachweisen. Und es gibt dann Mitgliedschaften in einer Reihe von nationalsozialistischen Organisationen,
zum Beispiel in der SA, aber da lässt sich wohl nachweisen, leider ist die Mitgliederkartei da nicht überliefert, lässt sich wohl nachweisen, dass man, weil die SA dann nach dem Röhmputsch relativ unbedeutend war, dass man da ehrenhalber aufgenommen worden ist. Weil das zum Beispiel bei den Dortmundern genauso war. Das heißt, die Mitgliedschaft ist ein vielfach unpolitisches, unüberlegtes Mitläufertum, Opportunismus, den viele in dieser Gesellschaft eben mitgemacht haben. Also das gleich auch nochmal für meine Schlussfolgerung. Wird man, das ist das eine. Wie wird das andererseits, wie wird man dargestellt, wie stellt man sich da? Die Schalker Spieler werden nun dargestellt als ordentliche Mitglieder der Gesellschaft. Dabei wird sozusagen vertreten, das passt in die Ideologie der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft, wird vertreten, dass man auch als Arbeiter, so wird der Verein verstanden, so hat er sich so ein bisschen selbst inszeniert, dieses Die Knappen ist hat da seinen Ursprung, obwohl sie in Zeitungen dann eben in doch sehr eher bürgerlichen Berufen gezeigt werden. Das passt in die Volksgemeinschaftsideologie, weil man aufsteigen kann. Also es ist nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, das ist vielleicht erst später, sondern es ist eben eine Möglichkeit, auch für einen Arbeiterverein sich durchzusetzen. Wenn wir uns jetzt solche Veranstaltungen angucken, dann ist, wie Sie das hier sehen, jetzt müsste ich Ihnen das mit der Maus zeigen, das kann ich aber nicht mit dem Rücken, dann ist das eine Meisterschaftsfeier. Dann gehen vorneweg der Oberbürgermeister, damals dann mit dem Vereinsvorsitzenden Pinek, dann geht da mit der SA-Führer von Gelsenkirchen oder der SA-Trupps aus Gelsenkirchen. Dann geht da die Polizei. Danach kommt die SA-Kapelle. Danach kommt die Hitlerjugend. Und danach kommt dann irgendwann die Mannschaft mit den Jubelfotos, die sie kennen. Und dann sieht natürlich auch das Vereinslokal so aus. Dann sieht die Feier unten links im Hans-Sachs-Haus so aus, da ist das Hans-Sachs-Haus natürlich geschmückt, dann kommt unten in der Mitte natürlich der Reichssportführer und gratuliert und vor allem im Zusammenhang mit der Spielen der Nationalmannschaft begegnet man auch mal Hitler. Oder also oben links, das Hans-Sachs-Haus hat jetzt auch wieder so große Fenster. Früher waren da Geschäfte und Schaufenster hinter. Dann zeigt man seine Trophäen, eben den Pokal und die Viktoria. Und in der Mitte hat man einen Kopf vom Adolf, die Fahne dahinter von dem Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen und vorne die Bälle, mit denen man gespielt hat. Oder eben diese Devotionalien-Ecke, würde ich das mal nennen, bei Mutter Thiemeier, wo man die Viktoria hinstellt. Oder also dieses Heil Schalke, was Sie eben schon mal gesehen haben. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen, dass er am Berger See gestanden haben muss. Anders wüsste ich nicht, wo man das so schön hinstellen kann. Oder eben auch, wenn der Reichsparteitag ist, ein Stück weit kommt da diese Fanfreundschaft mit den Nürnbergern her, dann spielt man gegen Nürnberg, gegen eine süddeutsche Mannschaft zur Unterhaltung des Reichsparteitags. Und hier ist Papa Unkel mit diversen bräunlichen Menschen aus Gelsenkirchen. Oder eben, Sie finden sowas, also jetzt habe ich nochmal Georg Melches von nebenan, ist aber auch, denke ich, kein Problem, wo es solche Ehrenbriefe gibt. Das kam auch im Film eben schon vor, diese sogenannten Wahlaufrufe, das wissen die meisten nicht, im Nationalsozialismus gab es so Pseudowahlen, da werden Wahlaufrufe von Prominenten eben in den Zeitungen geschaltet und da sind auch die Fußballspieler bei. Jetzt wissen wir ja alle, dass es relativ schwer wäre, sich dagegen aufzulehnen. Vielleicht hätten prominente Leute ein bisschen bessere Karten dabei als Leute, die ansonsten nicht irgendwie großartig bekannt sind.
So, jetzt ist natürlich im Nationalsozialismus einerseits eine Anpassung von Spielern, von Funktionären des FC Schalke 04 zu beobachten, andererseits eben diese wir würden das nennen Instrumentalisierung. Wie gesagt, eben schon wichtige Posten sind dabei nicht festzustellen. Was dann eben der Fall Zeppan ist, ist die Übernahme, die eben auch geschildert ist, das kann ich mir jetzt weitgehend schenken, von dem jüdischen Textilgeschäft am Schalker Markt, was Fritz Zeppan übernommen hat, nachdem er mit verschiedenen anderen Geschäftsideen eher kein Glück gehabt hat oder nicht die Fähigkeit gehabt hat. Dieses jüdische Geschäft ist in dem Gebäudekomplex um Mutter Thiemeier untergebracht. Die jüdischen Unternehmensinhaber stehen sowieso durch die Boykottmaßnahmen unter Druck. Wir können nicht feststellen, ob es zum Beispiel Mietrückstände gab. Auf jeden Fall wird der Mietvertrag gekündigt. Eine neue Eröffnung des Geschäfts woanders ist nicht mehr möglich. Und so muss Inventar und Warenlager verkauft werden. Das wird sehr billig verkauft. Man spricht später dann noch davon, also was an so einem Geschäft dranhängt, den sogenannten Goodwill, also den Ruf eines Geschäftes. Also wenn Sie den Ruf einer Klitsche haben, ist das Geschäft sicherlich billiger zu haben, als wenn Sie den Ruf eines ordentlichen Fachgeschäfts haben. Es ist eben im Film auch gesagt worden, dass Fritz Zeppan da 7.000 Reichsmark für bezahlt hat im Jahr nach, weil das ein vollständiges Geschäftsjahr war. Solche Finanzamtsunterlagen sind übrigens auch überliefert. Kann man feststellen, dass das Geschäft einen Reingewinn von 27.000 Reichsmark abgeworfen hat. Also, dass das nicht realistisch ist, ist, glaube ich, relativ klar. Was vielleicht verwerflich ist, Fritz Zeppan hat natürlich auch aus ökonomischen Gründen auch in dem sogenannten Rückerstattungsverfahren, da gibt es Gesetze zu, das machte in unserem Falle das Landgericht Essen, eine Wiedergutmachungskammer heißt das da, ist letztlich ein Vergleich geschlossen worden, dass Fritz Zeppan ein bisschen Geld nachgezahlt hat, damals nur noch 1.000 Mark. Das ist genau das Problem. Ne? Also diese jüdischen Bürger waren umgebracht worden. Für die jüdischen Bürger tritt ein, wenn ich es in Deutsch sage, der jüdische Weltkongress beziehungsweise eine Unterorganisation davon. Der jüdische Weltkongress oder diese Unterorganisation davon war daran interessiert, möglichst schnell mit solchen Prozessen fertig zu werden, also möglichst schnell einen Vergleich gegen Geld zu schließen, weil in dieser Zeit der Staat Israel gegründet wurde und im Prinzip von dem Geld hat man Waffen für Israel gekauft, für den entstehenden Staat Israel. Das heißt, es hat eigentlich kein Gerichtsverfahren gegeben, was wirklich zu Ende geführt worden ist, sondern man hat sich sehr schnell und zum Teil wahrscheinlich auch relativ billig für die Rückerstattungspflichtigen da mit den Prozessen geeinigt. Das zu diesem Fall, Fritz Zeppan hat das wahrscheinlich nicht verstanden, was er da gemacht hat. So würde ich die Akten interpretieren. Das ist aber eben auch eine Interpretation. Ein weiterer Punkt der Instrumentalisierung ist der, dass man zum Beispiel, aber das gibt es auch an vielen Stellen, zur Unterhaltung der Wehrmacht oder der Bevölkerung beigetragen hat. Auch der Film, der eben gezeigt wurde, auf den ich gar nicht eingehe, das große Spiel ist etwas, was von dem Elend eines bombardierten Staates, von zerstörten Städten ablenkt. Und naja, gute Stimmung sollte ist nicht so richtig der Begriff, aber die Bevölkerung eben ruhig hält. Dafür hat man sich einsetzen lassen. Was vielleicht deutlich interessanter ist, in der Frage, ob Schalke irgendwie Vorteile durch die Nationalsozialisten hatte, das sind diese komischen Mannschaftsfotos. Sie sehen, dass die auf ihrem Leibchen, auf der Brust ganz unterschiedliche Adler haben. Damit haben die Nationalsozialisten, das war uns auch gar nicht so klar, diejenigen gekennzeichnet, die also den großen Adler drauf haben, die sind zum Militär eingezogen.
die Nationalsozialisten konnten sich, um die Bevölkerung ruhig zu halten, auch nicht wirklich leisten, Privilegien an einzelne Gruppen zu vergeben. Das heißt, man konnte auch nicht sagen, also die spielen jetzt Fußball, dann müssen sie nicht zum Militär. Und also jenseits der NS-Führungselite, die ja ausgesprochen korrupt war, versuchte man so eine Art Gerechtigkeit in der Volksgemeinschaft zu inszenieren und hat so die Spieler gekennzeichnet. Das führt eben unter anderem dazu, dass so jemand wie Adolf Urban auch eingezogen wird und das auch mit seinem Leben bezahlt. Das ist ja auch bekannt. Es gibt noch eine Reihe weiterer Spieler, die wir in dem Buch genannt haben, eher aus den zweiten bis dritten Mannschaften, die im Krieg gefallen sind. Jetzt kommen aber noch ein paar andere Dinge dazu. Die Schalker sind Spieler, wie gesagt, die sehr lange spielen, sind aus bestimmten Jahrgängen. Die deutsche Wehrmacht überfällt Polen und dann auch die Sowjetunion und die anderen Staaten erst sozusagen mit den trainierten Soldaten des Ersten Weltkriegs. Also es ist einfacher, statt neue Soldaten auszubilden, nehme ich die alten. Also es sind zunächst relativ alte Leute, also die schon im Ersten Weltkrieg waren, die in den Zweiten Weltkrieg ziehen müssen. Und erst als der Krieg fortschreitet, zieht man auch die jüngeren Jahrgänge ein. Das ist aber nun schon ein relativ technisierter Krieg. Das heißt, die muss man auch erst ausbilden. Das heißt, es dauert relativ lange, bis man die Jahrgänge einzieht. Und dann auch die nicht alle. Also Sie müssen auch bedenken, dass im Zweiten Weltkrieg, in dem letzten Dreivierteljahr des Zweiten Weltkrieges, so viele Soldaten gefallen sind wie in den ganzen Jahren vorher. Das heißt, richtig verlustreich wird es erst am Schluss, wo man dann die Lücken füllen muss. Und jetzt kommt bei den Schalkern dazu, also so einer wie Fritz Zeppern, das wissen ja einige, der hatte, was wir heute vielleicht Arthrose nennen würden und diverse Meniskusrisse. Also der wäre als ein ordentlicher Läufer beim Militär überhaupt nicht einsetzbar gewesen. Und es gibt den völlig verrückten Fall, wir haben die Militärunterlagen von denen gelesen. Ich weiß nicht, wer den noch kennt, Dagaschewski, der hat in der Endphase des Dritten Reiches gespielt und noch danach. Da haben wir uns gewundert mit den Militärunterlagen, also der passte genau vom Jahrgang, dass man ihn einberuft und so. Und der ist auch einberufen worden und ist nach kurzer Zeit zurückgekehrt und spielt dann Fußball die ganze Zeit durch. Ihr einziges Problem, der war kurz beim Militär, dem haben sie ein Auge weggeschossen, dann war der untauglich und hat mit einem Auge dann die Tore geschossen. Also eine völlig bescheuerte Sache, auf die man irgendwie von vornherein überhaupt nicht kommt, dass das so gehen kann. Dazu kommt, dass die Nationalsozialisten aus dem Ersten Weltkrieg gelernt hatten. Ich weiß nicht, wer von Ihnen noch zur Bundeswehr gegangen ist oder gehen musste. Das war ja oft in Norddeutschland. Die Nationalsozialisten haben das etwas anders gemacht. Die haben eher in die Nähe eingezogen, weil sie die Transportkapazitäten für den Krieg brauchten. Das heißt, viele waren zum Beispiel in Bonn bei technischen Einheiten, die kamen ja auch aus technischen Berufen. Das heißt, die waren so nah am Ruhrgebiet, dass sie am Wochenende natürlich Fußball spielen konnten. Also es gibt viele solche Argumente, die dafür sprechen, dass es da überhaupt keine Bevorteilung gibt. Also erstaunlicherweise sind solche Militärunterlagen relativ gut überliefert. Wir haben da nichts eigentlich gefunden, was den Verdacht nahelegte, dass es da besondere Vorteile gegeben hätte. Nur eben in diesen Fotos versucht man zu zeigen, also die werden genauso behandelt wie andere. Zu alt. Ne? Also die sind, Sie kennen vielleicht das legendäre Foto, die sind dann bei so einem Löschtrupp in Essen, aber das ist ja auch nebenan. Ne? Und die letzten Jahre der des Dritten Reiches sind sie ja auch nicht mehr so erfolgreich. Ne? Da gewinnt ja Dresden war es, glaube ich. Ne? Und bei Helmut Schön lässt sich das sehr gut nachweisen, dass der Vorteile gehabt hat. Ne? Also das ist inzwischen. Es gibt ja inzwischen eine ganze Reihe Untersuchungen, also Fußnote am Rande. Ne? Schalke waren die Ersten, die das ordentlich untersucht haben. Ne? Also vor Dortmund und eigentlich auch ganz deutlich vor den Bayern, die das jetzt gerade erst gelernt haben mit ihrer Geschichte, obwohl die eigentlich die, in Anführungszeichen, bessere Geschichte gehabt hätten im Dritten Reich. So,
Mutter Thiemeier, habe ich Ihnen schon kurz gesagt, ist Mutter Thiemeier, Papa Unkel. Das ist eine Familie, die für sich sorgt. Auch in diesem Klima ist dann der Fall Zeppern zu verorten. Eine lange führende Figur ist Heinrich Pinneck. Heinrich Pinneck ist politisch schon in konservativen, auch nicht sehr demokratischen Parteien vor 1933, ist dann nach 1933 in die NSDAP eingetreten, ist aber politisch nichts nachzuweisen. Der hat sowas Ähnliches wie eine geborene Geschäftsstelle in diesem Baukomplex bei Mutter Thiemeier gehabt und führt den Verein durch die ganze Zeit, sozusagen nach Kriegsbeginn. Papa Unkel ist da zu alt. Sie wissen auch um das sehr traurige Ende von Papa Unkel, der dann von sowjetischen Zwangsarbeitern bestattet wurde, weil nicht mal mehr ein Totengräber da war. Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus, Sie merken, das geht schon mal ein Stück weit dem Ende zu, übernimmt Dr. Fritz Levison, der lässt sich umbenennen, Lenig, den Verein. Jetzt muss ich sagen, Sie müssen die Anführungszeichen hören. Dr. Levison ist ein Arzt in der Klosterstraße und ist gleichzeitig Prokurist bei Seppelfricke. Ist eine ganz irre Geschichte. Der denkt sehr deutsch und möchte sehr deutsch sein, ist aber das, was man jetzt die Anführungszeichen Halbjude nennt. Und deswegen natürlich im Nationalsozialismus gefährdet. Und die Firma Seppelfricke gründet in Holland für ihn eine Zweigstelle, dass er aus Deutschland rauskommt. Und die führt er eine Zeit, bis die Deutschen eben auch Holland überfallen. Und dann geht er dann in den Untergrund, bei Kleve in dieser Niederrhein-Region, verteilt da Flugblätter, ist Arzt für die Widerstandsgruppe und kriegt hinterher vom holländischen König eine Urkunde, dass man ihm für seine Widerstandstätigkeit dankt. Der kommt also nach Gelsenkirchen zurück, wo er ja herkommt, und übernimmt die Führung des Vereins. Das ist nun ein ganz sauberer Vorsitzender. Ne? Also der hat alle Papiere, der ist jüdischer Herkunft oder teilweise jüdischer Herkunft, Anführungszeichen, stellt eben auch vielen anderen Funktionären, bevor er diese Führung des Vereins aufgibt, sogenannte Persilscheine aus. Sodass der Verein diese Genehmigungsphase relativ ordentlich übersteht. Die Vereine müssen von der britischen Militärregierung, die hier zuständig ist, genehmigt werden. Also das sind ganz seltsame Schreiben. Da haben sie diese Briefköpfe, die benutzen das alte Papier weiter. Es herrscht ja Papiermangel und irgendwie malt man über das Hakenkreuz immer drüber. Also man kriegt eben die Genehmigung, der Verein kann wieder anfangen und Sie kennen dann auch die sportliche Geschichte, man ist dann wahrscheinlich in der zweiten Hälfte der 40er Jahre, ist man überaltert, da spielen die Altstars ja noch, aber mit um die 40 Jahre, das hört dann auf. Also irgendwann muss ich noch mal eine Biografie über Fritz Levison Lenig schreiben. Ich habe noch mit seinem Sohn gesprochen, der ist also eigentlich ein Arbeitgeber. Der ist im Vorstand des Arbeitgeberverbandes. Er ist aber auch in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, die deutlich kommunistisch ist. Und er ist dann Schalke-Vorsitzender. Und er versucht, sich umzubenennen. Und der ist so unerträglich, dass für die Verwaltung, die das nicht möchte, dass dieser Fall am Ende im NRW-Landeskabinett behandelt werden muss, weil die Verwaltung so die Schnauze voll hat von dem, dass sie sagt, also der war doch in Holland, der kann gar kein Deutscher sein. Ne? Also, und versucht ihm die Staatsbürgerschaft irgendwie streitig zu machen. Also ist eine ganz irre Biografie, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Das ist schon ein Running Gag. Die Zeit danach, ich will einmal ganz kurz und ganz schnell zur Gegenwart gehen. Die Zeit danach, das knüpft jetzt an die Zeit davor eben auch an, ist die Zeit der Oberliga West, da verstärkt sich dieser Mythos des Arbeitervereins. Also das, was mal mit den Knappen anklang, da gibt es auch dann wieder Knappen, aber es sind solche Fotos, man spielt vor der Kulisse der Bergwerke.
Man kriegt ja die ersten Gelder, also da gibt es ja einen langsamen Übergang zum Profitum. Die ersten Gelder kriegt man im Lohnbüro der Zeche. Geduscht wird in der Kauer. Das erzeugt natürlich sozusagen oder verstärkt diesen Mythos. Der Mythos lebt auch weiter mit der vollen Glückaufkampfbahn und man hat auch wieder die Oberliga West, kleine Leute, die sich eine kleine Existenz, zum Beispiel mit Kneipen oder eben mit dem Zigarrengeschäft, was Sie alle kennen, aufbauen. Aber die große Zeit ist dann zunächst mal nicht vorbei, aber es sind leider dann andere, die ganz oben stehen. Die ewige Liga kennen Sie natürlich. Es ist dann aber auch die Zeit, das passt dann auch wieder zum Image, wo eigentlich jetzt ganz neue Fußballhelden auftauchen. Da ist es dann Günter Netzer oder Overath, das sind die Leute mit den langen Haaren, das sind die Leute mit den langbeinigen blonden Freundinnen und mit den schnellen Autos. Also dieses eher Popstar-ähnliche. Da ist man dann hier verhältnismäßig miefig, kommt man rüber. Es gibt diese irren Mitgliederversammlungen und ja, man hat eben auch die Fans, die vor der Sportschau mit dem Schal sitzen unterm Kreuz. Also das sind schon eben ganz andere Typen. Es wird oft verbunden mit unseren Schwierigkeiten mit dem Strukturwandel. In der Region geht es schlecht, also muss es den Fußballvereinen auch schlecht gehen. Ich habe vor kurzem, weil da ein Buch erschien und ich fand, es müsste das Ruhrgebiet drin vorkommen, habe ich über die letzten 20 Jahre Süddeutsche Zeitung mir angeguckt, wie die über Schalke und Borussia Dortmund berichten. Ne? Es sind immer wieder Berichte, ne? Also zerlumpte Gestalten streichen durch die Ruinen des Industriezeitalters und dann spielen die auch noch Fußball. Ne? Und also es sind immer Leute, die den Akkusativ und den Dativ nicht unterscheiden können, ne? Oder irgendwie mit dem Genitiv Schwierigkeiten haben. Also das Image entsteht gegenüber diesen modernen. Sie wissen, dass wir das dann in einer ersten Runde versucht haben zu modernisieren. Sie wissen aber auch dann, dass wir das, jetzt will ich nicht Gegenwart und Vergangenheit parallelisieren, aber es wird auch inszeniert, ne, dass diese Verbindung zur Kohle, obwohl es hier ja schon lange kein Bergwerk mehr gibt, also das ist eigentlich mein Lieblingsbild, unten Olaf Thon, also ich habe ihn ja noch spielen sehen, wie viele andere von Ihnen auch. Also dieses Straßenfußballerbild mit dem Opel-Rekord im Hintergrund, ne? Also das ist einfach super. Aber da kommt natürlich auch sozusagen Image rüber und solche Bilder werden auch verteilt. Und das wird dann natürlich in heutigen Zeiten auch für die Werbung gebraucht. Und wir haben jetzt im Hans-Sachs-Haus ja eine stadtgeschichtliche Ausstellung. Wir haben da einen Bildschirm hingemacht, weil wir immer noch die Stadt sind, in der die meisten Nationalspieler geboren sind von der Bundesrepublik. Also in der Bundesrepublik sind die es sind aber eben auch manchmal etwas andere. Und wenn Sie das genauer wissen wollen, da ist die Namensliste. Sie haben dann sozusagen, das kennen Sie, die Kommerzialisierung. Das ist jetzt nicht ein Missbrauch durch Politik. Die Frage ist aber eigentlich heute wie damals, wer missbraucht da wen, wer instrumentalisiert da wen. Weil ich die am meisten nicht mag, das kommt noch nicht, da ist noch eine Folie weiter. Sie sehen dann auch, ich glaube, man sagt besser Raul, ne? Der ist nach unten gefahren, aber der Anzug wurde, glaube ich, nicht dreckig und sollte auch nicht dreckig werden. So ein bisschen spielen wir auch mit dem Image, aber das ist ja auch ganz liebenswert. Und weil ich die eben am meisten nicht mag, da haben sie dann eigentlich diese Struktur, wer sitzt denn da im Aufsichtsrat? Ne? Und das ist nun ganz deutlich, das ist nicht Politik, das ist Wirtschaft. Und wenn Sie Bilder von hier haben wollen, wie es heute aussieht, vielleicht ist das untere Bild dann das, worum es heute geht. Oder Sie können das ganz aktuell haben. Heute heißt ja sowas Selfies. Vielen Dank.
Sie können gerne alles fragen. Ich versuche es, wenn Sie Lust haben, sonst können wir auch noch ein Bier trinken oder was weiß ich, bitte. Achso, Entschuldigung. Lässt das vielleicht den Schluss zu, dass die Schalker auch unter einem anderen politischen System, sagen wir mal die Weimarer Republik, hätte länger gedauert, diese Erfolge auch gehabt hätten? Ja, also wenn Sie sich die Erfolgsserie angucken, geht die Mitte der 20er Jahre los oder eigentlich schon Anfang der 20er Jahre. Und es ist einfach ein überlegenes Spielsystem. Also wir reden hier über einen Fußballverein, wo auch Fußball was ganz Wichtiges ist und das ist auch bis heute nur in Grenzen beeinflussbar. Also, dass wir uns über das 94 Minuten Spiel dauern, über den Elfmeter, der gepfiffen worden ist oder die Hand, die man nicht gesehen hat oder sowas, das ist wohl ein Charakteristikum dieses Sports. Das heißt, das ist ein Stück weit auch immer politikunabhängig. Schalke ist dadurch nicht besser und nicht schlechter, sondern eben grau. Also wir haben dieses Buch damit beendet, dass wir gesagt haben, Schalke ist so gut und so schlecht wie die Gesellschaft drumherum. Und der Nationalsozialismus zeigt eben ein Maß an Schlechtigkeit in einer modernen Gesellschaft, was, finde ich, immer noch Grenzen des Erklärbaren hat. Ne? Und deswegen es immer wieder nötig ist, sich mit sowas auseinanderzusetzen und sich so auch zu hinterfragen. Also nicht, weil ich sowas parallelisieren will, beende ich mit solchen Bildern. Also wer missbraucht da wen und wer unterschreibt denn im nächsten Wahlaufruf? Ne? Für wen? Ne? Und also das ist was Prominente, was Helden sich grundsätzlich überlegen müssen. Ne? Das ist... Also wo sie sich hinstellen und dieser Verantwortung müssen sie stellen, aus der Nummer kommen sie auch nicht raus. Ne? Und dann muss man sich auch mal im Zweifelsfall dafür kritisieren lassen. Das hilft nun leider nichts. Ne? Also auch wenn man ein göttlicher Fußballspieler war. Ne? Also gerade im Fall Fritz Zeppan kann man das sagen, ein göttlicher Fußballspieler, ne? Der persönlich aber Sachen völlig falsch gemacht hat. Herr Professor Koch, mich würde interessieren, Sie haben ja als Historiker die Zeit von 33 bis 45 betrachtet und haben gesagt, Schalke hat sich dieser Vergangenheit gestellt und wir sind die Ersten, die es quasi wissenschaftlich aufbereitet haben. Können Sie denn ein paar Beispiele dafür nennen, wie Schalke heute, also in der Gegenwart, mit Aspekten der freien Fremdenfeindlichkeit, des Ausländerhass, und all diesen Themen, die jetzt ideologisch im Rechtsextremismus angesiedelt sind, umgeht? Können Sie da Hinweise geben? Also es gibt meines Wissens nur Ansätze von Untersuchungen dazu, wann denn so zum Beispiel Fanprojekte und sowas aufgelegt worden sind. Und da muss man also einfach auch sagen, dass Schalke da sehr früh dabei war. Und... also jetzt nicht, weil es die Dortmunder sind, aber die Dortmunder haben jahrelang ein Problem und kriegen das nicht in den Griff. Also da läuft SS-Sigi immer noch rum. Ne? Also das hat nichts mit der Aufarbeitung der NS-Geschichte zu tun. Da war Schalke manchmal, also bis weit in die 90er Jahre auch eher schwierig. Das waren aber alle Vereine. Es gibt seit den 90er Jahren eine Beschäftigung mit der Geschichte des DFB. Das ist manchmal als sehr links, sehr böse verschrien gewesen. Das ist hinterher sehr, sehr seriös aufgearbeitet worden. Da sind wir wissenschaftlich auch nicht immer einer Meinung, was ja kein Problem ist. Aber die Vereine haben das sehr, sehr wenig gemacht. Also Sie kennen alle auch die Werkstattbücher, die seit vielen Jahren Konjunktur haben. Da sind die ersten Sachen auch vielfach vorgekommen, aber sozusagen sich seiner eigenen Geschichte in dem Maße gestellt zu haben, ist unter den Profivereinen sehr selten. Also wenn Sie sich sowas angucken wie Tull Haader in Hamburg, ne, der KZ-Wärter war, das weiß man als Eingeweihter, das steht aber nicht irgendwie ordentlich mal in der Vereinsgeschichte. Ne? Und wenn ich mir zum Vereinsjubiläum die Festschrift angeguckt habe, also das will ich nicht sagen,
weil wir das hier sind, sondern also das ist wirklich eine ordentlich gemachte Festschrift, die einen Beispielcharakter hat. Ne? Wenn das wird auch außerhalb von Gelsenkirchen durchaus so gesehen. Und man kann eben auch sagen, diese Entwicklung hin zu Vereinsmuseen, die natürlich mit dem Merchandising zusammenhängen. Aber auch da drückt man sich nicht mehr darum. Ich denke, das können Fußballvereine auch inzwischen nicht mehr machen. Also sowas wie die Erinnerung an den Nationalsozialismus ist eigentlich Teil der bundesdeutschen Kultur geworden. Das lässt man nicht aus. Das ist für viele Nachwachsende eben lange, lange, lange her. Also die haben ja nicht mal mehr Großeltern, die da irgendwo nochmal überhaupt was mitgekriegt haben. Aber das ist, glaube ich, etwas, was in allen Schichten der Bevölkerung eigentlich ganz gut verbreitet ist, dass es ein paar ewig gestrige Vollidioten gibt. Das ist leider so. Hatten wir denn nicht irgendwo einen kleinen Widerstandskämpfer? Also ich habe den ja auch verdammt nochmal gesucht. Ne? Also, es gab mal, also wir haben einen gefunden, der dann aber eben 33 dann nicht mehr bei ist. Ne? Also das war erstaunlicherweise auch noch ein linker Verteidiger. der in einer revolutionären Gewerkschaftsorganisation gewesen wäre oder war, der wäre 1933 sicherlich mit den Nazis aneinander geraten. Der verschwindet aber irgendwie schon 26, 27 im Dunkel der Geschichte, dass wir den nicht weiterverfolgen können. Also zumindest taucht er fußballerisch nicht mehr auf. Aber also Bayern hat eigentlich die sauberste Weste, weil die einen jüdischen Vorsitzenden hatten, also sie haben das ja wahrscheinlich mitgekriegt mit der Verleihung des Julius Hirsch-Preises und mit dieser Ultragruppe Schickeria, die das nach vorne gebracht hat. Das war eigentlich auch immer schon bekannt, da hat sich aber Bayern nie irgendwie um die Geschichte gekümmert. Bei den Dortmundern gibt es einen Platz, einen kommunistischen Platzwart, der in den letzten Kriegstagen im Rahmen so eines Endphaseverbrechens umgebracht worden ist. Sie kennen vielleicht die Bittermark-Morde, wo noch 300 Leute aus den Gefängnissen, also Zwangsarbeiter und politische, umgebracht worden sind. Aber alle so Sachen, also hier in Schalke ist zum 50-jährigen Vereinsjubiläum ist dieser Gedenkstein an der Glückaufkampfbahn, wo wir dann auch mit den Ultras eine neue Platte vor ein paar Jahren angebracht haben, ist die Platte von 1934 ohne weiteres Nachdenken erneuert worden. Ne? Und da steht dann eben auch mit dem Deutschen Kreuz so Sachen drauf, die man eher besser lassen sollte. Das hat alles eine Zeit lang gedauert. In Dortmund gab es immer noch so ein krasses Bild, also ein Mannschaftsfoto vor so einer Tribünensituation und da wehten hinten Fahnen. Und die Fahnen wehten immer in den frühen Jahren so, dass man nicht sah, was da drauf ist. Und das Originalbild hat natürlich auf den Fahnen ein Hakenkreuz. Ne? Das war hübsch wegretuschiert. Wenn man genauer guckt, gibt es auch in den Veröffentlichungen der 60er, 70er Jahre bei Schalke mal ein Foto, ne, was ein Querformat war, was dann auf ein Hochformat zurechtgeschnitten wurde, dass die Fahne am Rande nicht zu sehen war. Ne, das ist aber was bei allen Vereinen zu beobachten ist. Also gucken Sie sich an die Außenministeriumsstudie, die ist, glaube ich, deutlich nach Schalke gekommen und der BND hat, glaube ich, seine Geschichte immer noch nicht ordentlich aufgearbeitet. Also da gibt es eigentlich noch viel zu tun und Dinge, die viel, viel näher an den politischen Verbrechen waren. Wir haben jetzt ein paar Mal den Namen Fritz Scheppern gehört, gibt es irgendwie hinterher Entschuldigungen von Ihnen, von seiner Seite, dass er sich da persönlich bereichert hat, irgendwie Überlieferungen dessen oder so? Nein, beim Landgericht Essen gab es sogenannte Wiedergutmachungskammern. Da gibt es zwei Termine, da gibt es einen Termin, wo dann eben darüber geredet wird, das zurückzuerstatten und ob das zurückzuerstatten ist. Das ist eine relativ komplizierte Sache. Also das Geschäft, was Fritz Zeppan übernommen hat, ist zerbombt worden. Und dann kann es ja nun eine Kapitalentschädigung geben. Da gibt es keine Einigung. Fritz Zeppan taucht da auch mit einem Rechtsanwalt auf. Und dann gibt es in einem zweiten Termin
kommt relativ schnell der Vergleich. Es gibt da keine Äußerungen, dass das als falsch erkannt worden wäre. Das ist leider so. Also, wobei man sich da eben auch auf relativ lapidare Gerichtsprotokolle bezieht. Aber ein Vergleich spricht zumindest dafür, dass man sich irgendwo getroffen hat, aber... Es ist, glaube ich, im Verein kein Thema gewesen. Also so viele von Ihnen, die das Alter haben müssten, sehe ich nicht. Also bis in die 60er Jahre ist das Geschäft am Schalker Markt geführt worden, in dem Haus, wo jetzt, ich glaube, ein Lager von Mette drin ist. Und dann ist das Geschäft eingestellt worden und ist sozusagen in Rente gegangen. Das ist dann nur an einem anderen Ort weitergeführt worden. Man wird bei alledem natürlich auch immer wieder sagen müssen, ne, also das war ein bekannter Fußballspieler, der bekannt war wie ein bunter Hund in dieser Stadt. Das ist natürlich eine Geschäftsidee. Ne? Egal, was sie dann verkaufen, da kommen die Leute. Ne? Ja. Mussten jüdische Mitglieder den Verein verlassen und wann? Also, wir haben leider... gibt es keine wirklichen Vereinsrechtsunterlagen. Ich hatte kürzlich auch die Frage, wann denn der Aria-Paragraf bei Schalke 04 eingeführt worden wäre. Es gibt 1935, 36 gibt es eine Mustersatzung, die auch durch eine Mitgliederversammlung einstimmig angenommen wird, einstimmig. Das ist ein ganz blöder Text von zwei Seiten. Da steht nichts über Aria-Paragraphen drin. Es ist wohl eher so zu verstehen, dass es sowas wie den Aria-Paragraphen vom Landesverband ausgegeben hat. Und der kommt schon im April, Mai 1933. Und ab da gibt es wohl so ein... schleichenden oder vielleicht relativ schnell laufenden Prozess, dass zunächst mal die Funktionäre jüdischer Herkunft beseitigt werden und dass man dann relativ schnell sich auch von seinen jüdischen Mitgliedern und Spielern trennt. Das tut man, also relativ problemfrei. Also ohne, dass das irgendeinen Niederschlag in den Akten hinterlassen hätte. Oder wie gesagt, also Arthur Herz, der ja irgendwie ein Jugendspieler war, der dann erzählt, ich konnte da nicht mehr Fußball spielen und also habe ich bei dem jüdischen Verband weitergespielt. Da ist mehr Erinnerung sozusagen nicht da. Also das, wie das sozusagen konkret abläuft, das ist verhältnismäßig schwierig zu schildern. Wobei, wenn ich ein nicht fußballerisches Beispiel nehme, also in Gelsenkirchen gab es nach der Volkszählung von 1933 1616, deswegen kann man sich das gut merken, jüdische Bürgerinnen und Bürger. Wenn wir mal davon ausgehen, Juden waren relativ alt, hatten relativ kleine Familien, also waren nicht so kinderreich, Papa, Mama und zwei Kinder, sind das 400 Familien. 400 Familien haben irgendwo gewohnt. Wie viele Nachbarn haben die? Egal wie sie nun weggekommen sind, ob sie geflohen sind, ausgereist sind oder deportiert worden sind, sie haben in jedem Falle nicht viel mitnehmen können. Was ist denn mit diesen 400 Wohnungen, mit dem Mobiliar von 400 Wohnungen? Wo ist das? Ne? Also wer hat das gesehen oder wer hat das sehen wollen? Wer hat darüber geredet? Wie hat man das seinen Kindern erklärt? Das sind für mich immer noch so komische, offene Fragen. Ne, was auch eine Herausforderung für uns heute ist, doch bitteschön das wahrzunehmen. Also wir fahren gleich alle in unsere Wohngebiete. Wissen wir was über unsere Nachbarn oder kriegen wir was mit über alle Teile der Gelsenkirchener Gesellschaft? Ne, also Ich kenne einen Fall, das war auch jemand, der die Stadt Gelsenkirchen besucht hat, der war aus Horst, Louis Schloss, die Mutter ist gestorben, der ist mit seinem Vater über Panama in die USA gekommen und er hat einen USA-Pass gekriegt dafür, dass er amerikanischer Soldat wurde.
Und der kehrte sozusagen als amerikanischer Soldat nach Gelsenkirchen zurück. Also der war dann Übersetzer in Wien bei sowas Ähnlichem wie den Nürnberger Prozessen in Deutschland und kam mit einem GI-Jeep natürlich zurück nach Horst. Und da wohnten die falschen Leute in der falschen Wohnung mit dem falschen Mobiliar. Ne, und also das Irre an der Geschichte ist ja, dass also diese Deutschen natürlich von einem amerikanischen Soldaten jetzt völlig eingeschüchtert waren und nicht wussten, was sie da so machen sollten. Also er könnte sich alles mitnehmen und so weiter. Und das Einzige, was er sich mitgenommen hat, ist dann die Schiller-Gesamtausgabe, die er zur Bar Mitzwa gekriegt hat, also sowas wie der jüdischen Konfirmation. Ne, also eine völlig irre Geschichte eigentlich. Ne? Aber das sind viele solcher irren Geschichten und das haben eben auch viele mitgekriegt. Also deswegen kann mir auch eigentlich heute keiner erzählen, also das hat man zumindest nicht wissen können. Also man hat es wissen können. Ne? Also das wir nehmen auch vielleicht manche Dinge nicht wahr. Ne? Also das, da sind wir vielleicht in unserer Wahrnehmung auch gestört. Manche Leute haben auch in der NS-Zeit oder woanders auch zwischen den Zeilen lesen können. Aber also das sind schon so Sachen, wo am Ende doch immer noch mal offen bleibt, wie man das alles so verstehen will. Ja, also da gibt es wahrscheinlich Grenzen unseres Verstehens. Aber das waren die Zeitgenossen, ne? Also da sind wir als Nachgeborene, wir wissen, wie die Geschichte ausging. Ich habe Ihnen das bei Dr. Eichengrün gesagt. Ne? Also der hat sich nicht vorstellen können, dass es den Völkermord an den Juden gibt. Das ist aber auch, also natürlich wissen wir heute, dass es auch schon Völkermord an den Armeniern gegeben hat und rababa, rababa. Aber das musste man sich so nicht vorstellen können. Ne? Das ist schon schwierig, ne? Ja. Eines Ihrer vielen Bilddokumente zeigt die Schalker Mannschaft mit dem Hitlergruß als Meistermannschaft. Um das Bild hat es ja auch eine Menge Diskussion gegeben. Haben Sie einen Überblick darüber, ob das jetzt typisch für die Schalker war oder war das in der Zeit üblich auch für andere Spitzenmannschaften? Es gibt ein schönes Bild von der englischen Nationalmannschaft, die in Deutschland spielt und die auch mit dem schrägen Arm da stehen. Ne, also das ist eigentlich ein Normalfall. Ne? Ja, Franzosen gibt es auch. Ne? Also, ja, also wir wollen auch mit dem FC Schalke 04, wir wollen nächstes Jahr, gibt es ja wohl so diverse Jubiläumsfeierlichkeiten und wir wollen dann eigentlich eine Fußballkonferenz machen mit Kollegen aus unterschiedlichen Vereinen in Europa, sozusagen im nationalsozialistisch dominierten oder besetzten Europa. Es gibt ganz schöne Forschungen zu Frankreich, es gibt schöne Forschungen zu sowas Komischem wie dem Saargebiet, es gibt zu Osteuropa inzwischen ordentliche Forschung, also sowas mal von der nicht nationalen Ebene, sondern von der Vereinsebene auszusehen, mal zu gucken, wie typisch ist denn sowas, ne? Wie typisch ist denn so ein wie ein Verein sich in einem autoritären Regime verhält. Also dann würde man, also die Wiener haben auch den Arm schräg gehalten. Die Wiener haben sich geärgert, als sie gegen Schalke verloren haben und haben dann mal dem Reichssportführer die Reifen zerstochen und Schalke auch. Das gehört ja heute manchmal auch dazu. Also heute wirft man eher die Scheiben vom Bussen ein oder so. Ne? Also bitte. Ja. Ja. Also ich quäle mich über die Bauarbeitsweise mit der Frage, ob wenn es zunächst eigentlich beraten wurde, als auch dann aller nach Hause geholt hat. Weil so toll war ja so Auftreten und Benefo Stalingrad nicht so. Ich habe da ganz feste Bauchschmerzen mit, weil wenn man weiß, was für Stalingrad passiert ist, ich hätte den glaube ich nicht. Wie, ich verstehe jetzt, Entschuldigung. Nee, also schon. Da sind ja, meine Deutsche haben sich vor Stalingrad schon der Scheiße genommen. Ja. Ja. Und ob aller Urban da jetzt noch beteiligt war oder nicht, das wissen wir nicht. Aber ich habe da ein ganz großes Problem mit, wenn man weiß, wie sich der Herzog mit aus dem
Das könnte eigentlich jeder wissen, das könnte eigentlich jedem zugänglich sein. Mhm. Und als ich hörte, auf der Jahreshauptversammlung, was da jetzt gerade geplant ist, da war ich kurz verwundert. Ja. Also in der Stadt Gelsenkirchen ist es so, also wenn hier zum Beispiel Straßen benannt werden, aber das gilt dann eben auch genauso, haben wir das für die Schalker Spieler gemacht. Also es ist, wie gesagt, manchmal erstaunlich, was wir so rauskriegen können. Wir können rauskriegen, wo Soldaten in welcher Einheit waren. Und wir haben eigentlich jeweils auch von den verschiedenen Regimentern oder Einheiten haben wir Geschichten, wo die hergelaufen sind. Also wo, in welchen Schlachten die verwickelt waren. Und also bei Straßennamen, und genauso gilt das, also ich kann Ihnen das jetzt nicht aus dem Handgelenk sagen, aber Sie können mich gerne fragen, dann suche ich das raus, wo Adolf Urban war und dessen Einheit, dann können wir an der Stelle mal jenseits sozusagen des Handwerks der Soldaten, also man darf ja angeblich nicht sagen, dass Soldaten Mörder sind, dafür werden sie ja normalerweise auch ausgebildet, dann jenseits sozusagen ihres Handwerks, ich sag mal Massenerschießungen von Juden oder sowas, dann wüssten wir das und das überprüfen wir auch. Also wir haben, ich weiß nicht, vorletzte Woche, glaube ich, in Burnestraße umbenannt von einem sehr angebräunten Heimatdichter in einen anderen Heimatforscher. Das ist ganz normal, wir fragen ab, die NSDAP-Mitgliederkartei ist überliefert, die Wege der Soldaten sind eigentlich auch überliefert, da fehlen uns manchmal die letzten 2-3 Monate, weil die Akten nicht mehr weitergeführt worden sind. Wir können aber eben sagen, wo die waren und wenn da jemand in Verbrechen, also an Einheiten war, die an große Verbrechen verwickelt worden sind, dann kriegen wir das in der Regel auch raus. Also wir haben, also bei denen, die in dem Schalke-Buch erwähnt sind, da ist hinten eine Namensliste drin, die haben wir alle abgefragt. Ne, heutzutage in Berlin, das ist ganz komisch, also das heißt Deutsche Dienststelle zur Information von Nachkommen der Angehörigen der ehemaligen Wehrmachtsangehörigen. Die hat allerdings immer noch die alte Abkürzung, die heißt WAST, Wehrmachtsauskunftsstelle. Also ist eine ganz komische Einrichtung. Aber da sind alle diese Akten vorhanden und also bei Offizieren, aber das waren ja die Schalker nicht, kann man das sehr, sehr genau feststellen. Wobei man eben auch sagen muss, nicht, dass die Wehrmacht sauber war, aber besonders schlimm sind eigentlich die Reserveeinheiten und die Polizeieinheiten, die im Hintergrund der Front die Verbrechen begangen haben. Also jenseits der Frage, also da können wir gerne drüber reden. Ich habe auch Zivildienst gemacht, weil ich nicht Soldat werden wollte, dass das ein mörderisches Handwerk ist. Aber ich denke nicht, dass man da Adolf Urban sozusagen über die Einheiten jedenfalls nicht Verbrechen nachweisen kann. Unsere Informationsbasis eben auch Grenzen. Ne? Also wenn die da nun irgendein Dorf erobert haben, wie die sich da benommen haben, das ist im Einzelfall natürlich schwer zu rekonstruieren und dürfte heute auch kaum möglich sein. Sie sind in Ihrer historischen Betrachtung darauf eingegangen, dass Schalke oder die Mannschaft auch im Zusammenhang mit den Reichsparteitagen indoktriniert wurde. War das dann mit den deutschen Altmeistern Nürnberg und Schalke eine einmalige Sache oder war das während dieser Zeit ein immer wiederkehrendes, festes Programm der Reichsparteitage? Und wie ist das zustande gekommen? Also Sie hatten erwähnt, dass in der Schalker Führungsebene halt auch scharfe Nazis auch eingesetzt wurden, beziehungsweise einer, der zwar recht früh verstorben ist, aber wie, können Sie noch mal genauer darauf eingehen? Ja, also erstens hat es ja nicht so viele Parteitage gegeben, nur in Friedenszeiten und auch nicht jedes Jahr. Da hat es dann eben solche Schauspiele gegeben. Das Problem an der Sache ist, was würde eine x-beliebige Fußballmannschaft heute machen, wenn die Bundeskanzlerin sagt,
Ja, ich würde mich freuen, ne, wenn zum Abendprogramm, ne, ein kleines Spielchen gemacht würde. Also das wird auch als Ehre empfunden, ne, dass man da spielen darf. Und es gibt hier vor Ort sowas genauso. Das können wir sehr schwer im Einzelnen nachweisen. Also diese Parteitage sind ja nicht in unserem Sinne Parteitage, dass sie irgendwie den Parteivorsitzenden wählen. Das sind Showveranstaltungen und Aufmärsche. Und deswegen braucht man auch diese Unterhaltungselemente. Und da werden Mannschaften eben eingeladen, im Zweifelsfall hinterher auch zu Ehrenmitgliedern der SA gemacht. Und das ist eine Ehre. Und das ist, also es gibt so gemischte Mannschaften. Ja, das ist Showbusiness, ne? Eigentlich, ich habe versucht zu sagen, ja, in 20er Jahren entsteht sowas langsam. Die Nationalsozialisten beherrschen das ja wirklich grandios, ne? Also mit den Filmen von Leni Riefenstahl und all diesen Dingen, die sie kennen. Also da ist ja auch eine ordentliche Inszenierung und Unterhaltungsprogramm dabei. Also das wird man in der Zeit als Ehre, eingeladen zu werden, begreifen, und gut ist, ne? Also auch bei der Gelegenheit, sei das nochmal gesagt, also ohne, dass ich das relativieren will. Egal welcher Oberbürgermeister einer x-beliebigen Stadt seine Meistermannschaft empfängt, der wird doch immer sagen, ja, unsere Jungs, ne, und wird sich auch noch aufs Bild drängeln, ne, und wird sagen, ne, also die können ja nur von hier kommen und alles fantastisch und alles super, ne, und Angela Merkel und der gute Podolski, ne, und so. Also das macht, können Sie auch mit Gerd Schröder haben, wenn Sie das umgekehrt wollen, ne? Also das fängt da an, ne? Das hat ja, weiß ich nicht, ob das ein Problem ist, wir sind doch aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger, also ob wir jetzt Angela Merkel oder lieber Gerd Schröder mögen, also das beeinflusst das auch nicht, oder? Ach, da hinten ist ein Mikro, ja. Vielen Dank, Herr Goch, für Ihren sehr interessanten Vortrag. Ich möchte ein wenig an den Vorredner anschließen und Ihre Methode befragen. Also, wie viel Braun steckt in Königsblau? Kann man die Frage nicht umkehren und fragen, wie viel Königsblau steckt eigentlich in Braun? Also, man weiß doch, die Nazis haben sich auch für Fußball interessiert, aber nicht vordringlich. Also die mochten doch lieber Boxen, Autorennen. Warum? Weil da die Überlegenheit des Einzelnen besser gezeigt werden kann. Meiner Ansicht nach ist das erste Buch zu Schalke 1936 erschienen, in Wattenscheid, 1936, anlässlich der Olympiade in Berlin. Und das ist auch eigentlich gar kein Buch über Schalke, sondern über zwei Spieler, nämlich über Cepan und Kuzorra. Und deswegen meine Frage, also kann man, wenn man das Pferd sozusagen von der anderen Seite aufzäumt, nicht zu anderen Ergebnissen kommen? Denn ich entnehme Ihrem Vortrag jetzt eigentlich ganz banal das Ergebnis, die Schalker haben das Pech gehabt, gut Fußball gespielt zu haben, und deshalb mochten die Nazis die Schalker. Ist das so einfach oder bin ich da jetzt etwas zu schnell in meiner Schlussfolgerung? Die Schalker, also ob sie mochten, also der Führer hatte mit dem Fußball nie Glück. Also immer wenn er da war, hat die Nationalmannschaft verloren. Also das hat irgendwie nicht funktioniert und er ist irgendwie auch mal wutschnaubend davongelaufen. Und so mit der Überlegenheit, also der Nationalmannschaft hat das zumindest nicht geklappt. Die Nationalsozialisten mochten die Schalker, weil sie gut ins Bild passten, weil sie gut passten zu der Volksgemeinschaft. Nach dem Motto, ne, also das ist eben doch nicht eine Klassengesellschaft, sondern hier kann es jeder hinkriegen. Also in der Weimarer Republik hat es ja viele politische Konflikte gegeben, die man vielleicht auch als Klassenkonflikte bezeichnen könnte. Und also wir haben immer wieder dieses Problem. Das ist eigentlich kein neues Problem. Dieses Sehen nach Harmonie und Gemeinschaft, das haben die Nationalsozialisten erfüllt, ein Stück weit, indem sie andere ausgrenzten und ermordeten und beseitigten. Da passen aber eben dann auch die rein, die zeigen, dass jeder eine Chance hat. Also das ist das eine. Das andere ist, was vielleicht auch nochmal
bis zur Gegenwart ganz aktuell ist. Die Nationalsozialisten brauchten auch Helden. Sie brauchten Sporthelden und sie kamen ja eigentlich nicht damit klar. Eigentlich, wenn wir das alle überlegen, angedeutet habe ich das ja, war das, was die Schalker gemacht haben, ein überlegenes Spielsystem. Der Schalker Kreisel beruht ja darauf, dass es am Ende egal ist, wer aufs Tor schießt. So, der am günstigsten steht. Das, der Ball kreiselt, bis die anderen schwindelig sind und dann, wo es geht, tut man's. Da waren einige vielleicht besser drin, aber Adolf Urban, also wenn Sie sich die Torbilanzen angucken, die sind alle nicht so unterschiedlich. Also eigentlich ist es ja eine Mannschaft, die eine Mannschaftsleistung bringt. Eigentlich ist es ja sozusagen das Kollektiv, die Kameradschaft im Bergbau, das steht dem viel näher als die Volksgemeinschaft oder der einzelne Held. Es ist ja auch schon eine Inszenierung, Zeppan und Kuzorra sozusagen, das passt ja auch noch gut, die sind auch noch Schwäger und so, ne? Die sozusagen zu Helden machen, zu machen. Also wir sind jetzt hier in Gelsenkirchen, wir kennen auch noch Tibulski und andere, ne? Aber sozusagen von außen sind es zwei Helden. Also ich würde als eine Konsequenz aus dem Nationalsozialismus immer auch sagen, also mit Helden müssten wir vorsichtig sein. Insofern passen die gut ins Bild. Sie passen aber auch noch in einer anderen Beziehung gut ins Bild. Was ist denn die nationalsozialistische Ideologie? Also fremdwörtisch sagen wir eklektizistisch. Ne? Also eigentlich ist es ein Sammelsurium. Also mal abschweifen, der Kommunismus hat eine, wie auch immer, ob Sie die gut oder schlecht finden, eine einheitliche Ideologie, die auf historischem Materialismus beruht. Das Sein bestimmt das Gewusstsein oder irgendwie, wie immer ich das jetzt so flach machen kann. Aber der Nationalsozialismus hat Führerdenken, hat antidemokratisches, antiparlamentarisch, ist rassistisch, ist ja, Ausländer, fremdenfeindlich. Also der ist ein Sammelsurium. Der ist in einem starken Maße populistisch. Insofern ist Blau und Weiß nicht der Weg zu Braun, sondern Blau und Weiß passt schön in Braun rein und wird dadurch grau, kommt da nicht sauber bei raus. Also wenn man da in so einem komischen Bild bleiben will. Also es gibt den schönen Spruch von einem Historiker, der Janusköpfigkeit der Moderne. Also der guten und der schlechten Seite der Moderne. Natürlich ist Sport, Freizeitindustrie, Kommerzialisierung, das ist modern, hat aber auch seine Kehrseiten. Und diese Kehrseiten heißt es immer wieder zu sehen und zu bremsen. Also für mich ist immer, das ist nicht so richtig passend, aber das für mich ist immer so ein Leitgedanke, wenn ich mich mit dem Nationalsozialismus auseinandersetze oder auseinandersetzen muss. Kurt Schumacher hat 1931 im Reichstag gesagt, der Nationalsozialismus wäre der stetige Appell an den inneren Schweinehund im Menschen. Und wenn wir einen Schweinehund im Zaum halten wollten, unseren Schweinehund im Zaum halten wollten, dann bliebe uns leider nichts anderes als Aufklärung und Vernunft. Ja, gegen alle diese Elemente von Bräunlichkeit. Eine andere Chance sehe ich eigentlich nicht. Und deswegen ist ja gut, dass wir hier drüber reden. Und ist gut, dass so ein Verein drüber redet. Also es ist der Job des Instituts für Stadtgeschichte, auch politische Bildung zu machen. Also was Besseres konnte uns didaktisch überhaupt nicht passieren, ne, als dass der FC Schalke 04 sich mit seiner Geschichte auseinandersetzt. Das ist ein allgemeiner Sympathieträger in dieser Stadt und der setzt sich damit auseinander und das führt zum Nachdenken und zu einer Diskussion unter ganz vielen Leuten, die wir sonst nie erwischt hätten. Ne, und ich habe das eben schon gesagt, die Fanprojekte, da bemüht sich Schalke ja eigentlich auch schon ganz, ganz lange drum und wir sind im Ruhrgebiet ja auch irgendwie eine komische Bevölkerung. Ne, also viel besser als die Süddeutschen. Da haben wir dann irgendwie so eine Volksgemeinschaft gegründet, ne, oder? Ja.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf dieses verlorene Endspiel nach einer 13-0-Führung. Da hörte es sich ja eben so an, als sei zum Beispiel Kuzora etwas desillusioniert gewesen. Ist das auch politisch zu verstehen oder einfach nur die Enttäuschung, möglicherweise nur über den Schiedsrichter? Und wie ist das überhaupt etwa mit dem Fortgang des Krieges? Gibt es da Zeugnisse, dass Schalker Spieler zum Beispiel desillusioniert gewesen sind? Kann man da unter Umständen irgendwelche Aussagen machen? Also Ernst Kuzora ist mit dem Reichstrainer nicht klargekommen. Und Ernst Kuzora, oder also das ist ja im großen Teil eine Überlieferung von Burdenski über dieses Spiel in Wien und die drei Elfmeter. Es gibt da zwei Seiten. Also wir haben eigentlich sehr nett mit den Kollegen in Wien zusammengearbeitet. In Wien gibt es umgekehrt die Geschichte, also die Wiener haben gewonnen 4-3 und dann sind wesentliche Spieler der Wiener eingezogen worden. Das heißt, die Wiener sollten eigentlich doch nicht gewinnen. Das würde ich sozusagen dazu rechnen, dass das fällt unter Sport, unter diesen komischen Sport, dass man sich selber immer benachteiligt fühlt und den anderen bevorteilt fühlt und dass es natürlich auch viele Entscheidungen gibt. Das ist das, warum wir darüber reden können. Ne? Ernst, erzähl mich das Spiel. Ne? Also das gehört dazu. Also wie gesagt, Ernst Kuzora, dass er ernüchtert war, das ist auch, von ihm gibt es ja relativ viele O-Töne, das ist nie thematisiert worden. Ne, und also diese Spieler haben natürlich auch alle keine wirklich schriftlichen Zeugnisse hinterlassen, sodass man das eigentlich auch sehr, sehr, sehr schwer sagen kann. Also wie da, also ob man in der Endphase des Dritten Reichs was anders gesehen hat oder eben auch 43, 44, wo eigentlich die große Zeit vorbei war, ob man da irgendwie anders gedacht hat, das da ist nichts überliefert, dass man das sagen könnte. Also gewissermaßen muss man ja sagen, also das gilt für große Teile der Stadt. Der Nationalsozialismus geht ja verhältnismäßig spurlos vorbei. Der ist dann, also es gibt auch noch Endphase, Verbrechen und alle solche Sachen, aber der ist dann irgendwie einfach vorbei. Also und er ist lange vorbei. Also es dauert ja eigentlich bis in die 60er Jahre zu den Auschwitz-Prozessen, als man sich dem wieder stellt. Und ja, das wird, wenn man so will, betäubt sich die Bundesrepublik auch manchmal mit den Fresswellen und sowas, ne? Und den ersten Italienurlauben und sowas. Und will das eigentlich auch nicht mehr wissen. Und auch eine Entnazifizierung wird ja weitgehend nicht durchgesetzt. Also ich kann das nur an anderen Stellen für Betriebsräte sagen, wo Akten überliefert sind, die feststellen, also da sitzen dieselben oben wie vorher und sie wissen, wie viel belastete Leute in der Frühphase der Bundesrepublik dabei waren. Ne? Also das sind irgendwie von 55 Hauptgeschäftsführern der Wirtschaftsverbände sind 49 irgendwie noch in den 50er Jahren im Amt. Ne? Also das ist Und das ist ja in den Parteien oder in den anderen Organisationen ist das auch sehr, sehr stark verbreitet. Und in den Vereinen machen die ja auch weiter. Also Schalke hat in vielerlei Hinsicht gewissermaßen Glück, weil dann Generationswechsel einsetzt. Na, aber also dass man da von einer bewussten Lossagung reden kann, ist eigentlich nicht. Also auch die Sportreporter der WAZ sind eigentlich alles alte Kriegsberichterstatter. Deswegen ist die Sprache manchmal so komisch. Also bis in die 50er Jahre. Ne? Ne, wobei, also es hat ein Kollege nachgewiesen, diese Derby-Geschichte, die ist bestenfalls 20 Jahre alt. Ne, also das ist eben auch, wir inszenieren was. Ne? Oder ja, wir werden inszeniert durch die Medien, je nachdem. Ne? Also wir spielen das ja auch hoch. Ne? Also immer wenn man Dortmunder trifft, sagt man, hey, hey, ne? Wir stehen gerade vor euch. Oder also wir machen das ja mit. Ne? Also es ist ja auch mehr ein Spaß, hoffe ich. Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Erstmal möchten wir uns ganz, ganz herzlich bedanken bei diesem sehr interessanten Vortrag.
Ja, und uns bleibt nur so viel zu sagen. Wir hoffen, dass wir Sie nächsten Donnerstag zur Podiumsdiskussion alle wiedersehen. Und ja, dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und einen guten Heimweg.